Hey, ich bin Maria von Raw Food und heute möchte ich dir erzählen, was ich aus heutiger Sicht anders machen würde, wenn ich noch mal ganz neu mit der Rohkost anfangen würde. Der Jahreswechsel ist ja immer so eine Zeit, wo ich Sachen ein bisschen Revue passieren lasse, ein bisschen nachdenke, und dieses Jahr habe ich so darüber nachgedacht, über meine Umstellung auf Rohkost. Und meine Umstellung auf Rohkost habe ich ja von einem Tag auf den anderen gemacht. Und aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob das immer noch so gut war. Deswegen möchte ich heute mal meine Gedanken mit dir teilen, was ich anders machen würde, wenn ich heute mit der Rohkost nochmal durchstarten würde. Punkt Nummer 1, nicht so radikal. Ich wollte ja die Rohkost eigentlich nur mal als 3 Wochen als so eine Art Detox ausprobieren. Und nach 3 Tagen ging es mir aber schon so gut, dass ich nie wieder zu meiner alten Ernährung zurückgegangen bin. Das war aber eine ganz schöne Herausforderung für mich, diese Umstellung so krass von heute auf morgen zu machen. Und vor allen Dingen der soziale Effekt war der größte Punkt für mich, oder das war das Schwerste. Aus heutiger Sicht würde ich es dann doch lieber so machen, dass ich die Umstellung schrittweise mache, so wie ich sie in meinem kostenlosen E-Book, das verlinke ich dir auch mal unten, beschreibe, und würde lieber mit sowas wie Raw Till 4 oder so anfangen, um ja eben auch noch abends mit Leuten auszugehen oder wegzugehen und nicht so große Probleme zu haben und immer zu gucken, okay, was kann ich dann essen? Punkt Nummer 2, mehr Grün. Ich würde von Anfang an wesentlich mehr grüne Blätter essen. Ich habe erst nach 4 Jahren angefangen, wirklich mehr Grün zu essen, und habe dadurch gemerkt, wie es mir eigentlich dadurch richtig nochmal besser ging und ja, mein Energieniveau sich richtig nochmal verbessert hat. Was ich auch gemerkt habe, früher habe ich eben nach so einem 10-Bananen-Smoothie immer noch so ein bisschen Appetit oder gedacht, ich bräuchte noch was und war nicht richtig zufrieden. Und jetzt mische ich mir 3, 4 Bananen mit ordentlich Grün dazu und bin total satt und zufrieden. Und meine Vitamin- und Mineralbuffers, die sind wirklich richtig wieder aufgefüllt, und ich merke, wie gut es mir damit geht und wie viel Energie ich davon kriege. Ich werde auch noch mal ein eigenes Video darüber machen, warum es so gut ist, grüne Blätter zu essen. Aber bis dahin kannst du ja schon mal das Video von mir schauen, warum ich ja der Meinung bin, dass zu viel Obst auch nicht gut ist. Das verlinke ich dir mal unten in der Videobox. Punkt Nummer 3, die Community. Ich würde mich von Anfang an über Facebook, Instagram, YouTube, ja, oder Fruitlux mit so Leuten vernetzen. Als ich damals angefangen habe, da hatte ich noch kein Facebook oder Instagram und kannte niemanden und habe mich sehr alleine gefühlt. Aber heute kenne ich sehr, sehr viele Leute, die ich auf dem Food Festival getroffen habe, über Facebook, Instagram, treffe mich regelmäßig mit denen. Wir machen Picknick, wir machen Brunch, und das hilft mir wirklich, weil dieser Austausch und ja, diese Community hat mir so, so viel gegeben, und das würde ich wirklich von Anfang an diesmal so machen. Tipp Nummer 4, morgens Wasser trinken. Generell ist ja Wassertrinken sehr, sehr wichtig, und ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, mehr Wasser zu trinken, habe ich auch noch mal mehr Energie bekommen. Am Anfang der Rohkost dachte ich, man braucht nicht wirklich Wasser trinken, weil man isst ja so viel Obst und Gemüse, was sehr viel Wasser enthält. Aber als ich dann angefangen habe, morgens wirklich so 1 bis 2 Liter Wasser zu trinken und dann noch ein bisschen Wasser über den Tag verteilt, habe ich noch mal so einen richtigen Energieboost bekommen. Punkt Nummer 5, nicht zu missionieren. Ich habe es ja in ein paar Videos schon erwähnt. Aber den größten Fehler, den man machen kann, ist echt versuchen, Leute zu missionieren und Leute von der Rohkost zu überzeugen. Am Anfang habe ich versucht, alle möglichen Leute zu überzeugen. Würde ich heute nicht wieder machen, weil damit kann man sich einige Diskussionen und ja, Konversationen, die unnötig sind, ersparen. Und Punkt Nummer 6, gleich richtig investieren. Ich habe so gemacht, ich habe mir erst so günstige Geräte gekauft und dann in gute investiert, als ich wusste, dass die Rohkost wirklich was für mich ist. Aber wenn ich heute direkt wüsste, ich bleibe dabei und ich mache das, dann würde ich direkt in teure Geräte investieren, so wie mein Food Processor von Cuisine Art und auch mein Vitamixer. Weil die liebe ich einfach, das macht das Ganze nochmal viel abwechslungsreicher und auch leckerer. Und ja, ich hinterlasse dir auch mal einen Link zu einem Video, wo ich dir zeige, welche Geräte ich noch so benutze, falls du daran Interesse hast. Ja, das sind die 6 Tipps, die ich heute so anders machen würde, wenn ich noch mal komplett neu mit der Rohkost starten würde. Ja, und jetzt möchte ich von dir wissen, was würdest du denn noch mal anders machen? Hast du irgendwas, wo du so denkst, das würde ich vielleicht noch mal anders machen, wenn ich neu starte? Hinterlass mir unbedingt einen Kommentar, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir ein Like und abonniere unbedingt kostenlos den Kanal. Und dann sage ich bis ganz bald. Lass es rocken, Maria. Hey, ich bin Maria von Raw Food, und heute möchte ich dir 10 Mittagsideen geben, wenn es bei dir mal schnell gehen muss.